Sauberzauber. Also was die am Fernsehen sich immer alles so zurechttun. In die Ecken kommt der nie. Und von allein funktioniert der auch nicht. Wegen Sauberzauber. Fauler Zauber muss man doch sagen. Meine Blumen, die habe ich auch ganz vergessen. Ach, wenn ich noch so an unseren Schrebergarten denke. Jeden Sonntag und Sonntag mit meinem seligen Hinnack. Ach, das war eine schöne Zeit. Ja, meine Ehe, die war ja mal kurz, aber da war vielleicht was los. Heute sind die meisten Ehen ja lang. Viel zu lang, weil überhaupt nichts mehr los ist. Oh Mann, ey, du, die zu ihrem Abendprogramm kommen, müssen sie ja erstmal in den Illustrierten nachlesen, dass sie wissen, wie das überhaupt gemacht wird. Was bei uns von ganz allein passiert ist. Oh Mann, da unten geht ja Willi. Willi! Ach Mensch, ich bin auch dumm. Der kann mich ja gar nicht hören von hier oben. Von Dachgarten. Dachgarten, Mensch. Sagen wir lieber Balkon. Na, früher war sowas wie das hier eine billige Mansarde. Heute heißt das Penthouse. Und das kostet vielleicht ein Geld. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sag mal, wieso macht der eigentlich nur erst seinen Laden auf? So spät. Mister, da ist doch was nicht in Ordnung. Ja. So. Ihr Schimpfe. Ach, also die neumodische Mitchell-Anlage, die kann einen auch nervös machen. Hallo, Willi, Ken, hier ist Engelken. Sag mal, was ist denn mit dir los? Läufst über die Straße wie Herr Miesepeter persönlich. Was sagst du? Du willst Schluss machen? Dein Laden aufgeben, dein schönen kleinen Hökerladen? Williken! Na, du willst dich doch nicht von den Supermarkt unterkriegen lassen. Ach, was, Mann, das gibt immer noch eine Menge Leute, die kaufen lieber in so einen kleinen Laden wie dein. Können sie wenigstens nur anschreiben lassen. Ja, in Supermarkt, da ist der Mensch doch bloß eine Null. Aber in so Laden wie dein, da ist der Mensch doch noch ein Mensch. Och nö, Willi, komm, da müssen wir uns mal in Ruhe drüber unterhalten. Weißt was? Komm mal zu mir rüber, ich habe ein bisschen Zeit. Weißt du, Bessie, die kommt heute Abend erst aus London wieder zurück. Nur pass mal auf, klemm dir mal ein Buddel Bier unter den Arm und für mich ein Buddel halben Buddel Rotwein, ne? Und dann komm mal rüber. Ja, du, Willi, aber nicht unten in meiner Wohnung. Ich bin hier oben bei Bessie. Mach hier rein, Schiff. Brauchst auch nicht zu pingeln, Tür ist nur angelegt. Hier. Och Gott, nö, der liebe Willi. Nun kennen wir uns schon so lange. Seit Hinnack nicht mehr da, aber hoppla, war Willi da, wenn ich Trost brauchte. Und das war oft. Sogar heiraten wollte er mich mal. Och, aber nö, einmal langt. Und überhaupt, ich bin ja monogam, also was soll das? Sag mal, du kannst ja wohl fliegen, was? Du bist doch der größte Dussel, der mir unter die Augen gekommen ist, du. Ein Idiot bist du. Ein richtigen Vollidiot. Verzeihung. Oh Gott. Ich habe mich wohl in der Tür geirrt. Sonja, was fällt Ihnen denn ein, einfach hier so reinzukommen? Wer sind Sie überhaupt? Ich wollte zu Fräulein Engel. Mein Name ist Mönckeberg. Klaus Mönckeberg. Ja, na und? Das sagt mir gar nichts. Wir hatten hier mal einen Bürgermeister, Mönckeberg. Der ist aber schon lange tot. Ja, und Fräulein Engel ist auch gar nicht da. Die kommt auch nicht vor heute Abend. Was wollen Sie denn von ihr? Hm? Geben Sie ihr bitte diese Blume. Oh, ja. Oh, hübsch. Da. Und das ist für Sie. 5 Mark. Was soll ich denn mit 5 Mark?
Naja. Hier einfach so, ohne anzumelden, reinzukommen. Die Tür war offen. Ich muss Fräulein Engel sprechen. Dringend. Aha, dringend. Geschäftlich oder privat? Das ist doch wohl meine Angelegenheit. Ja, wie Sie meinen. Hier, nehmen Sie Ihren schäbigen Heiermann mal wieder zurück. Ne? Ja, ich verstehe. Wie ist es denn, wenn ich mir etwas aufrunde? Sind Sie schon lange Fräulein Engels Putzfrau? Putzt? Naja, also ich mach hier sauber, ne? Ein Feinmenschen, der wird mich ja Raum... Pflegerin. Kosmetikerin nennen. Ne? Sagen Sie mal, wollen Sie mich vielleicht bestechen? Mit 25 Marken mal und mal raus mit dir, mein Jungfer, dünnisieren, ich hau ab! Also ich habe ja schon so einiges erlebt, aber das geht doch entschieden zu weit. So kann sich auch bei Personalmangel eine Raumkosmetikerin nicht benehmen. Da hat der Herr aber recht, Trude. Ach so, Sie waren damit gemeint. Na klar. Ach, Willi, was mängelierst du dich denn hier? Da mach nur halt einen Rand, ja? Also wirklich, Sie haben ein sonniges Wesen. Ich glaube, ich sollte für Fräulein Engel eine andere Hilfe besorgen. Junger Mann, da haben Sie aber Glück gehabt, dass heute Donnerstag ist und ich nicht meinen ehrlichen Tag hab. Heute ist Mittwoch, ne? Und da sag ich nicht alles, was ich denk. Ja, nun mach nicht so ein dummes Gesicht, Willi. Dieses dumme Gesicht, hast du mal gesagt, wäre so schön wie Meeresleuchten. Da muss ich blau gewesen sein. Hier, nehmen Sie Ihr Geld nun wieder zurück. Ah, das behalten Sie mal. Aber nun verraten Sie mir doch bitte, wann Fräulein Engel nach Hause kommt. Ja, mit der Abendmaschine aus London, so um 6 Uhr. Oh, dann werde ich Sie abholen. Vielen Dank, Herr... Schünzel ist mein Name. Willi Schünzel, wenn ich so frei sein darf. Mönckeberg. Angenehm. Ja, hören Sie mal zu, Herr Bürgermeister, dass Herr Mönckeberg, meine ich. Abholen können Sie Bessie aber nicht, Fräulein Engel, meine ich. Ja, warum denn nicht? Ja, weil die Mutter das schon macht und die hat das gar nicht gern, wenn er mit mal einer aufkreuzt, den sie überhaupt nicht kennt. Die Dame ist ja wohl ein bisschen von gestern, was? Also, falls eine Dame ein bisschen von gestern sein sollte, dann ist sie von gestern. Die Mutter von Fräulein Engel ist nicht nur eine Dame, das ist eine Superlady. Ja. Halt den Mund. Super vornehm. Also, lassen Sie das abholen lieber nach, ne? Ganz im Gegenteil. Jetzt haben Sie mich erst richtig neugierig gemacht. Es wird meine Ehre sein, die Mutter von Fräulein Engel kennenzulernen. Auf Wiedersehen, Frau... Trude. Ja, sagen Sie mal einfach Trude zu mir, ne? Aber gehen Sie nicht nach dem Flugplatz. Kommen Sie doch ein andern Mal hier wieder längs. Vielleicht morgen schon. Ich will es mir überlegen. Mhm. Sie sind ein Original, Trude. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Mhm. Grüßen Sie Fräulein Engel. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, ich werde Bessie von Ihrem Besuch erzählen. Die wird sich bestimmt sehr freuen. Und die Mutter auch. Sie sind nämlich der Typus, auf den sie fliegt. Die Mutter? Ja. Nee, die Tochter doch dann. Das wäre ja großartig. Okay. Tschüss. Wiedersehen. Sag mal, Trude, was ist eigentlich mit dir los? Mensch, Willi, hast du das denn nicht gemerkt? Dieser Klaus Mönckeberg, der will doch was von Bessie. Der Mann macht einen guten Eindruck, das muss man sagen. Nee, ja. Mir hat er auch gefallen. Guck dir das mal an hier, du. Die sind doch gar nicht teuer, so eine Dinger. Ja. Gibt heute ein Mann für eine Idee noch so viel Geld aus, wenn er nicht ganz ernsthaft was von ihr will? Was soll er denn wollen? Komm, was ein Mann heute noch kriegen kann, anständige Ideen. Wenn er bloß mit ihr schlafen will, braucht er ihr ja nicht so teure Blumen zu schenken, oder? Und nach der Mutter erkundigt er sich schon gar nicht. Willigen, der Mann hat ernste Absichten, oder? Ja, vielleicht hast du recht, Trude, aber warum hast du ihm nicht verraten, dass du die Mutter bist? Ach Mensch, Willi, in den Aufzug hier. Und da habe ich ja so allerhand von mir gegeben, ne? Von wegen Dussel und Vollidiot und so. Was ja eigentlich für dich bestimmt war, ne? Dabei habe ich heute nicht mal meinen ehrlichen Tag. Konnte ja auch nicht ahnen, dass du das nicht warst. Sowas sage ich ja immer bloß zu dir, ne? Das ehrt mich aber bannig. Ach Mann, Willi. Wenn der von Bessies Mutter gleich so einen schlechten Eindruck gekriegt hätte, Mann, der wäre doch glatt wieder abgehauen. Nun denke aber, ich bin hier die Putzfrau. Originell ist original. Willi, die 25 Mark haben wir auf den Kopf, ne? Sag mal, ist hier eine Laus über die Leber gelaufen? Trude, das geht schief. Was? Wie oft hat Bessie schon zu dir gesagt, lauf nicht immer so rum. Und dann lass das Kochen und Arbeiten für andere Leute sein. Das hast du doch schon lange nicht mehr nötig. Ach, das versteht Bessie nicht. Ich kann nun mal ohne Arbeit nicht leben. Ich brauche das einfach, dass die Leute mich brauchen. Ja. Soll ich hier vielleicht den ganzen Tag bloß mit dir selber reden? Nee, du auch mal, sag ich den ganzen Tag Prost zu mir, ne?
knapp. Prost. Prost. Nee, du denkst schon lieber arbeiten. Naja, ich kann das ganz gut verstehen, Trude. Mir wird das genauso gehen. Ich weiß noch, wie du dich gefreut hast, als damals bei deinem Dr. Schäfer die Sprechstundenhilfe weggeblieben ist und du dafür eingesprungen bist. Du, das war aber auch ein großer Moment in meinem Leben. Ich saß gerade in der Küche beim Erbsen auspulen, nicht? Da kommt der Schäfer reingestürzt und schreit Engelchen, Engelchen, du weißt, und der sagt ja auch immer Engelchen zu mir, nicht? Engelchen, mein Fräulein, lange hat mich sitzen lassen. Ich sag, ruhig, Doktor, ruhig, ganz ruhig und ab mit Ihnen in Ihr Medizinkabuff. Ich werde das Kind schon schaukeln. Ich zieh mir also den weißen Kittel an von dieser Zippel, geh ins Wartezimmer und sag, als hätte ich nie was anderes gemacht. Der Nächste, bitte. Dabei war das gar kein der, das war eine Sie, du. Naja, du kannst das ja bei Kleinen, ne? Ach, Willi, das macht vielleicht Spaß, du. Naja, mit so ein bisschen übergeschnappten Umgehen macht ja immer Spaß, ne? Und dann ist die Praxis von den Dr. Schäfer ja auch vielleicht eine Goldgrube, ne? Ja, aber warum arbeitest du denn noch bei anderen Leuten? Ach Mensch, Willi, bloß dreimal in der Woche bei Dr. Schäfer ist mir einfach zu wenig. Weißt du, ich bin nämlich so, na, was sagt mein Psychodingsbums noch? Ich bin so kontaktfreudig, Willi. Jawohl, der Mensch muss heutzutage kontaktfreudig sein. Als ich bei dir kontaktfreudig werden wollte, da hast du mich weggebissen damals. Red doch nicht von damals, red doch lieber vom Morgen. Ach, ich hab doch ein bannig schlechtes Gewissen wegen Bessie. Naja, ich hab ihr ja mehr wie ein Verehrer weggegrault, ne? Besonders, wenn ich meinen ehrlichen Tag hatte, Donnerstag. Weißt du, ich hab ihre Freunde immer so richtig unter die Lupe genommen. Und das macht kein Mann haben, keiner. Vor allem macht das kein Mann haben, wenn er kontrolliert wird. Du sitzt da unten in deiner Parterre-Wohnung und passt auf, wer Bessie hier oben besucht. Also das ist ein Frechheit, Willi. Ich passe überhaupt nicht auf. Ich guck höchstens mal nach. Aha. Na ja, das darf man ja wohl als Mutter, nicht? Und gestört habe ich nie. Na ja, beinahe nie. Warum kriegt denn Bessie in der letzten Zeit überhaupt keinen Besuch mehr? Ich finde das gediegen. Weil sie immer unterwegs ist. Dann ist sie in Paris und in London und dann wieder in München und Köln. Das bringt ihr Beruf eben so mit sich, ne? Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, vielleicht wäre sie nicht so oft unterwegs, wenn sie hier oben ein bisschen mehr Freiheit hätte. Meinst du? Tja. Ein bisschen mehr Freiheit? Mhm. Ja, kannst recht haben. Ach Mensch, eigentlich hätte Bessie doch schon längst mit so einem richtigen Kerl hier aufgekreuzt sein müssen. Weißt du, mit so einem... Wie dieser Klaus Mönckebech zum Beispiel. Aber da habe ich auch was verkehrt gemacht. Ja, ich habe immer zu ihr gesagt, Kind, habe ich gesagt, geh nicht erst in die Betten, geh erst aufs Standesamt. Weißt du, und das ist eine Methode, die ist von vorgestern. Und stimmt ja auch nicht, ne? Naja, und bei mir, das stimmt sie schon ganz und gar nicht. Denn mein seliger Hinnack, der hatte mich natürlich längst vorher rumgekriegt, nicht? Aber ausgerechnet, ich puste mich auf und spiele hier den Moralapostel. Apostel. Und so habe ich Bessie alles vermasselt, alles. Nee. Kein Mann kauft die Katze in Sack, du, keiner. Nee, Engelkind, das ist auch nicht richtig. Ich meine, die Sache mit dem Herbert damals, naja, die ist Bessie an den Nieren gegangen. Aber sonst, die Dern steht doch nichts aus. Sie ist was, sie kann was. Und das hast du fertiggebracht. Da kannst du stolz auf sein. Sag mal, Willi, ist das nicht eigentlich gediegen? Was? Warum hat Bessie mir nie was von diesem Klaus Mönckebech erzählt? Sag mal. Verstehst du das? Mhm. No? Wahrscheinlich hat sie Angst gehabt vor dir und vor deinem ehrlichen Tag. Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Na klar hat sie Angst gehabt, aber diesmal mache ich bestimmt nichts verkehrt, du. Nö. Damit hast du ja schon angefangen, als du ihm nicht erzählt hast, dass du die Mutter bist. Ach, Willi, Mensch, guck mich doch mal an. Nein, richtig, von oben bis unten und unten bis oben. Also so kann meine Tochter doch nun wirklich keinen Start mit mir machen. Ach, oh Gott, ich bin ja kein Egoisten, Willi, aber über das ganze Gesabbel haben wir den Kummer mit deinem Laden überhaupt vollkommen vergessen. Ach komm, schick noch mal nach, ne? Ja. Ach ja, Alkohol ist ein wunderbares Gift, ne? Die Leber weint und der Hals jucht. Von wegen juchen. Da könnte ich noch so viel Alkohol trinken. Was willst du denn nun machen? Ach, Willi, du sei doch mal so ein bisschen Optimist, so wie mein Hinnack das auch immer war. Ja, der hat das gut.
Der muss nicht mehr leben. Ich werde wohl pleite machen, da hat der Kerl vom Supermarkt das doch bloß auf abgesehen, dass er meinen Laden denn ganz billig überschlucken kann. Tode, ich bin ein Versager. Och, Willi, du red dir doch nicht sowas ein. Gegen sowas muss man gegen angehen, Willi. Also, das hilft nicht. Ich muss nun mal Dr. Schäfer bei dir spielen. Komm, sprich mir mal nach. Ich bin kein Versager. Ich bin kein Willi, nun los! Ich bin kein Versager. Ich bin kein Versager. Quatsch, bitte noch einmal. Willi, du hast ja einen Riesenkomplex. Sag mal, war deine Mutter immer gut zu dir? Meine Mutter, die war so wie du. Ja, von innen weich wie Butter und außen Kaktus. Der Vater also. Der Vater hat wahrscheinlich dieses furchtbare Trauma ausgelöst, ne? Ne, den habe ich doch gar nicht gekannt. Heißt du, mein Dr. Schäfer, der wird ja nun zu dir sagen, Herr Schünzel, die Wurzeln aller menschlichen Komplexe erwachsen aus den Übeln ihrer Kindheit. Willi, und du machst mir das glauben oder nicht, alle Patienten von meinem Dr. Schäfer hebt ihn an die Wurzeln. Er haben einen an der Wurzeln. Er haben was Übles in ihrer Kinderzeit gefunden. Also irgendeiner hat doch immer was falsch gemacht. Das ist doch alles Quatsch. Das ist doch bloß, weißt du, weil man sich besser fühlt, wenn man von sich sagen kann, ich bin ja gar nicht schuld daran, dass ich bin, wie ich bin. Nee, die anderen sind schuld. Weißt du, dann steht man doch vor sich selbst gleich ganz anders da. Das ist so eine Art Freispruch für sich selber. Ja, recht hast du. Und für den Freispruch, du, da müssen die denn auch noch blechen und das nicht zu knapp. Naja, ich werde ganz bestimmt nicht blechen. Ach, Trude, machen wir uns doch nichts vor. Hexen können wir alle beide nicht. Ich nicht und du auch nicht. Nee, Hexen können wir nicht. Oh Mann, wenn mich mal einer verzaubern könnte. In was ich gar nicht bin, was ich auch nie werden kann. Du, stell dir mal vor, ich stehe heute Abend auf dem Flugplatz, Bessie abzuholen, so ganz auf Dame. Naja, dann wird der Klaus Mönckeberg doch denken, Donnerwetter hat die deren Mutter. Dann wird er mir nicht 25 Mark in die Hand drücken, dann wird er mir die Hand küssen. Guck mal so, geh mal her, deine Baggerschaufeln. Und ich bin Klaus Mönckeberg. Und dann wird er zu mir sagen, gnädige Frau, wird er zu mir sagen. Es ist mir eine ganz besondere Ehre. Das wird er denn zu mir sagen. Aber das passiert einer Mutter wie mir nicht. Trude, wie kannst du sowas sagen? Du bist doch die beste Mutter, die das überhaupt gibt. Du hast dich für dein Kind abgerackert, dein Leben lang, wie wohl keine andere Mutter. Keine andere Mutter. Andere Mutter. Willi! Mensch, Willi, das ist doch eine Mordsidee. Das ist doch das, was wir brauchen. Eine Mutter, die so eine Dame ist, dass ein Mann gar nicht anders kann. Er muss mit der Tochter aufs Standesamt. Wo krieg ich so eine Mutter her? Mensch, wo krieg ich so eine Mutter her? Die Frau Konsul. Was denn? Deine Schwester? Die feine Frau Konsul? Mit der bist du doch seit Jahren auseinander. Stimmt, Willi, stimmt. Aber sieh mal, meine Konsulschwester, die hat doch alles, was so ein Mann als Mönckeberg sich so als Mutter vorstellt, nicht? Sie ist eine Dame vom Welt. Hat sich auch die ganzen Jahre geübt. Ja, ja. Na ja, bei der merkt doch kein Mensch, dass wir beiden im Hinterhaus geboren sind, nicht? Die ist doch so vornehm, die sagt doch zu sich selber sie. Warum seid ihr eigentlich auseinander? Och, das fing an, als sie ans Theater ging. Als Salondame. Mehr Salon wie Dame, ne? Naja, sie hat das ja auch nicht weit gebracht. Aber sie hat sich einen reichen Kerl geangelt. Und der hat es dennoch zum Konsul gebracht. Nö, was heißt gebracht? Wie so einer das zu sowas bringt, ne? Gekauft hat er sich den Titel. Tja, und dann sind die beiden nach Paris gezogen. Woanders war ihr das nicht fein genug. Tja, und wie unsere Männer denn gestorben sind, tja. Da hat sie mir das übel genommen, dass ich wieder arbeiten ging. Aber ich musste doch, Willi. Engelkind, du hast nicht gemusst. Deine Rente hat ganz gut gelangt. Vielleicht, Willi. Aber hätte ich denn alles für Bessie bezahlen können? Modeschule, Fremdsprache. Oh, du, wenn die so am Telefon babbelt. So, it is a great pleasure for me, das Englisch. aber Französisch kann sie auch, du. Was? Wie? Ach so. Ja, Bessie, die kann überhaupt alles. Und das habe ich ganz allein geschafft. Meine Schwester, ja, die hat ein paar Häuser, die hat viel Geld geerbt, die hatte das leicht. Bessie, die war mal eine ganze Zeit bei ihr zu Besuch. Ja.
Aber als das arme Kind wiederkam, das war ein vollkommen fremdes Kind für mich. Und weißt du, was meine Schwester da wollte? Nee, was denn? Bessie wollte sie haben. Für immer! Du, das war zu viel. Und von da an... Hast du Bessie nicht mehr zu ihr gelassen? Nee, da... Du sag mal, habe ich dir die ganze Geschichte schon mal erzählt? Einmal ist gut. 100 Mal hast du sie mir schon erzählt. Mensch, Willi, und dann lässt mich hier sabbeln und sabbeln. Ach, weißt du, Engelken, ein richtiger Freund, der hört dem anderen ruhig 100 Mal zu. Und wenn er immer wieder dasselbe erzählt, dir könnte ich ewig zuhören. Oho. Ja. So was wie dich gibt das gar nicht, Willigen. Na, wenigstens ist Bessie auch ohne meine Schwester was geworden, oder? Und ob Tode. Und das hab ich ganz allein geschafft. Und doch soll nur deine Schwester Bessie ihre Mutter spielen? Ja, doch bloß bis zur Hochzeit. Und dann sag ich au reservoir, das ist Französisch. Und sorg dafür, dass Madame Consul schnell wieder abdampft. So, und du ruf ich Mariechen an. Was denn? In Paris? Na klar. Ist doch alles für Bessie, dann kann sie auch die hohe Telefonrechnung bezahlen. Mann. Du, gib mir mal was aus der Bar, was Deftiges, ja. Nicht? Was Deftiges? Was willst du denn haben? Das ganz egal, irgendeinen dreistöckigen. Hä? Willi, ich trinke ja schließlich nicht zu meinem Vergnügen. Und bild dir bloß nicht ein, dass mir das leicht fällt. Aber das hilft nichts. Das muss sein. Meine Güte, die Nummer muss er hier irgendwo zu... Da ist sie ja schon. Gott, ist das ein langes Ding. Trude, mir ist ganz prima Rand. Was wird Bessie dazu sagen? Ja, die wird doch überhaupt nicht gefragt. Danke. Wenn sie auch ein Karrieremädchen ist, aber der Mutter gehorcht sie. Ja, vielleicht hat sie dir zu viel gehorcht. Dann kommt das auf das eine Mal ja auch nicht mehr an. Komm, schick mir noch einen ein. Hat mir viel getan. Das kommt gar nicht in die Tüte. Nachher redest du über Fußball. Glaubst du? Na. Oh, das Telefonat, das liegt mir vielleicht auch morgen, du. Hier ist Trude Engel aus Hamburg. Könnte ich Frau Konsul bitte einmal sprechen? Wer? Je veux parler, Madame Konsul. Hat die wieder geheiratet? Da war ein fremder Kerl an der Bar. Och, Mariechen, da bist du ja. Was? Ach so, Mary. Die Kneipphüte nennt sich nun Mary. Na, Mary, wie geht es dir denn? Du wunderst dich, dass ich anrufe. Naja, ich wundere mich ja selber, ne? Aber Not bricht nicht nur Eisen, auch Charakter. Warte, na, oh Mann, ich will doch kein Geld haben. Brauche ich auch nicht. Was ich heute verdiene, das kriege ich heute nicht mal einen höheren Beamten. Nein, die Sache ist die. Ich suche eine Mutter für mein Kind. Andere suchen Vater für ihr Kind. So, halt doch deinen Sappel. Nein, du nicht, Mariechen, du nicht. Pass mal auf, die Sache ist so. Hier ist einer aufgetaucht. Ich glaube, der ist scharf auf Bessie. Sieht aus wie ein Gentleman. Doch, der benimmt sich auch so. Mir hat er 25 Mark in die Hand gedrückt, weil er gedacht hat, ich bin hier die Putzfrau. Doch Bessie, die hat doch überhaupt keine Ahnung. Die kommt doch heute Abend erst aus London wieder zurück. Pass mal auf, Mariechen. Du bist direkt Repressterin. Du bist direkt Presterin. Na, du weißt schon, was du bist, ne? Du bist richtig Gold, richtig, dass du Bessies Mutter spielen könntest. Aber versteh mich richtig, bloß spielen. Naja, wir sind ja Schwestern. Zwingelinge, bleibt das ja in der Familie, ne? Weißt du, Maria, du musst so richtig Eindruck auf ihn machen. Was? Nö, Maria, überlegen kannst du dir das nicht erst lange. Sag ja oder nein, sonst engagiere ich mir eine andere Mutter. Ich habe auch schon eine. Schauspielerin, bei der ich koche und sauber mache. Also für ein Jahr umsonst übernimmt die glatt den Job. Nur... Mariechen, so richtig Dame spielen, das kannst du natürlich viel besser. Das ist sie nämlich nicht. Nö, das ist so richtige Nudeltrina, weißt du? Na ja, Gott, Schauspielerin, ne? Du sagst ja, Bessie zuliebe, Mary, merci. Mary, du sag mal, wer war das eigentlich eben bei dir an Apparat, hm? Dein was? Ich war verrückt. Dein Butler? Ja, klar war
weiß ich, was ein Butler ist, Mann. Ich hab doch Fernsehen. Und wir haben hier natürlich auch einen Butler, ne? Ja, das tanzt du, was? Naja, Bessie, die kann sich als Modeschöpferin doch allerhand leisten, ne? Ja, was meinst du, was die alles so schöpft? Ach, was? Also, Maria, du kommst? Mary, du bist klasse. Naja, ist ja auch bloß ein Katzensprung. Von Paris nach Hamburg mit dem Flugzeug, ne? Wenn die nicht gerade streiken. Ja, natürlich weiß ich, dass das ein Opfer für dich ist, Marien. Aber Himmel, und sowas meinst du dir mir das nicht? Ich will doch nur, dass du ein bisschen nachgehst. Wenn der junge Bessie denn geheiratet hat, dann kannst du auch wieder abdampfen, nicht? Na ja, dann muss er mich ebenso peu à peu als Mutter verdauen, ne? Ja, Marien, ich verspreche dir, ich halte mich zurück. Ich werde beinahe so vornehm sein wie du, Mary. Ist gut, Mary. Bye-bye, Mary. It was a great pleasure for me. Yeah, wa? Na klar, schnack ich auch Französisch. Perfekte Mank. Tschüss. Yeah. 50 Mark. 25? Nee, das Ferngespräch nach Paris. Hoch, kann Bessie sich doch leisten. Kriegst du doch nach der Hochzeit von mir wieder 25, habe ich ja schon, ne? Also, Trude, wenn du mich fragst, das kann nicht gut gehen. Ja, natürlich geht das gut, ich bin doch dabei. Ich pass schon auf. Willi, ich sag jetzt erstmal überall ab. Dann kannst du mich unten in meiner Wohnung immer zu fassen kriegen. Oh. Ich rufe nur erstmal meinen Dr. Schäfer an. Ja. Ne? Ach, Herr Doktor, hier ist Engelchen. Ja, ihr Engelchen. Herr Doktor, Sie müssen die nächste Zeit wohl mal ohne mein Dasein da sein. Ja, ich kann nicht. Nee, ich bin nicht krank, Herr Doktor, aber ich habe Probleme. Nein, so nicht. Familiäre Probleme. Nein, Herr Doktor, nee, das geht nicht, wirklich nicht. Herr Doktor, nein, dabei können Sie mir nicht helfen. Oh, Herr Doktor, nun weinen Sie doch nicht gleich, ich komme ja wieder. Ruhig, Doktor, ruhig, ganz ruhig. Bye, bye. Mensch, den hätte beinahe der Schlag getroffen. Mir wird's auch noch so gehen. Oh, Willi, Mann, du halt dich doch mal senkrecht. Hast du weiße Handschuhe? Engel, Engelchen, wenn du das verlangst, laufe ich nacken über den Jungfernstich. Aber Butler spiele ich nicht. Oh, Willi, das geht doch um, Bessie. Nun tu mir doch den Gefallen. Hier hast du die Wohnungsschlüssel. Bitte. Oh, ich weiß doch gar nicht, was ein Butler alles zu tun hat. Ein Butler hat überhaupt nichts zu tun. Der steht immer nur vornehm rum und schenkt ein. Schenkt ein. Und er macht da die Tür auf und hilft den Damen beim Ausziehen. Ne? Willi, aus dem Mantel, du Torfkopf. Willi, du bist doch mein einziger Freund. Sieh mal, und wenn du dabei bist, dann kann Mariechen uns doch gar nichts vermasseln. Dann kannst du auch mal runterkommen zu mir und mir erzählen, was sie sagt. Was er macht, was sie macht und was Bessie macht. Prost, Willi. Ja. Und dann holst du noch ein paar Flaschen. Und dann schenkst du dem Mönckeberg immer ordentlich ein. Ja, in Alkohol, da geht ein Mann leicht mal einen Schritt zu weit, du. Und dieser Schritt, der muss diesmal aufs Standesamt führen. Und darum musst du einen Butler spielen. Trude, das ist kein Job für mich. Ja, das tut mir leid. Du musst in den sauren Apfel beißen. Wenn das Kind schon keinen Vater mehr hat, Mann, dann braucht das doch wenigstens einen Butler. Wer braucht einen Butler? Bessie! Engelchen! Bessie! Oh, mein der! Engelchen. Du wolltest doch erst heute Abend aus London wieder zurückkommen. Oh, wie siehst du schick aus. Wenn du, Mann, auch ein bisschen schicker wärst. Wozu denke ich mir eigentlich all die schönen Kleider für dich aus, wenn du sie doch nur in den Schrank hängen lässt? Ich war schon heute Vormittag fertig, hab die Maschine früher Onkel Willi, wie geht's dir? Na, das siehst du. Sag mal, kriegst du das nicht zu Wege, dass meine Mutter nicht immer so in Sack und Asche rumläuft? Willi, was hab ich dir gesagt? Das muss sein. Was muss sein? Dass du eine andere Mutter kriegst. Sag mal, bist du ganz und gar übergeschnappt. Sag mal, warum hast du mir eigentlich nie was von Klaus Mönckeberg erzählt? Klaus Mönckeberg? Willi. Ja. Das zum Beispiel, sowas tut ein Butler. Nun gibt es immer Feuer. Ja, nun das. Warte. Augenblick. Hm? Nun, Moment. Oh. Wie kommst du denn ausgerechnet auf Klaus Mönckeberg? Ach ja, der war hier und wollte dich sprechen. Hier sind noch seine Orchideen. Hübsch, ne? Also, das ist doch wohl unmöglich. Du, der Mann hat ernsthafte Absichten. Und glaub mir, der nimmt dich nicht mit mir als Mutter. Also nun mach aber mal einen Punkt, Mutter.
Du weißt doch gar nicht, ob ich Klaus Mönckeberg überhaupt kenne. Ob ich ihn will oder ob er mich... Also nee, da hast du dir ein Floh ins Ohr gesetzt. Onkel Willi, mein Koffer steht noch draußen. Sei so gut und bring ihn mir ins Zimmer. Aber siehste, Willi, sowas tut auch ein Butler. Das ist alles Blödsinn. Klaus Mönckeberg ist weiter nichts als eine flüchtige Bekanntschaft. Ach was, flüchtige hier. Mensch, dein Vater und ich, wir waren auch bloß flüchtig und bums hat das geflutscht. Willi, geh los und kauf dir weiße Handschuhe. Ich sollte lieber schwarze kaufen, denn ich sehe schwarz, ganz schwarz. Wozu soll sich Onkel Willi denn weiße Handschuhe kaufen? Aus einem ganz bestimmten Grund, mein Kind. Also das ist doch eine Frechheit von Klaus, einfach hierher zu kommen. Was will er denn von mir? Er soll mich nun endlich in Frieden lassen. Nein, nicht im Papierkorb, die teuren Dinger. Also ich weiß gar nicht, dass du dich so aufregst, wenn du ihn nur flüchtig kennst. Du verschweißt mir doch, was, mal raus damit. Sag mal, was macht man eigentlich damit? Tut man das in die Vase oder bummelt man das an die Wand? Oder? Wenn man dir was verschweigen könnte, du. Oh Mutter, lass mich endlich zufrieden. Oh Mann, wenn du Mutter sagst, dann wird das mulmig. Kind, der Junge meint das gut mit dir. Der will dich und das in alle Ehren. In alle Ehren, wenn ich das schon höre. Oh Mutter, Mutter, du spinnst. Das hast du schon immer getan. Diesmal aber nicht du. Diesmal habe ich gehandelt und habe für dich eine ganz vornehme Mutter besorgt. Jawohl, deine Tante Mary aus Paris wird herkommen und für Klaus Mönckeberg deine Mutter spielen. Also der Himmel bewahre mich vor Tante Mary. Ja, das tut mir leid, das tut der Himmel nicht. Tante Mary ist nämlich schon unterwegs. Nein, Mutter, da hättest du mich ja nun wirklich vorher fragen können. Du, ich bin immerhin 28 Jahre alt. Du sagst es. 28 Jahre alt. Aber hast du einen Mann? Nee. Hast du einen Freund? Nee. Ja, sag mir noch mal, was soll ich denn noch alles aufstellen, dass ich endlich Oma wäre, wenn du gar nichts tust, oder? Oh Gott! Zur Großmutter kann ich dich auch machen, ohne dass ich verheiratet bin. Mutter, du setzt hier bloß nicht so eine dumme Komödie in Gang, bloß weil du ein schlechtes Gewissen hast. Aber ich? Ja, nur weil Herbert damals deinetwegen mit mir Schluss gemacht hat. Ach, Hinders, das war ja aber auch ein Pech, Mann. Der kam aber auch gerade an, als ich meinen ehrlichen Tag hatte. Donnerstag. Ja, ich weiß, ich hätte ihm das nicht sagen dürfen, dass eine Frau sowas wie ihn jeden Tag auf den Krabbeltisch kriegen konnte. Mit deinem ehrlichen Tag, du. Er gibt dir eigentlich das Recht dazu. Also, Bessie, ich will dir mal was sagen. Ich habe mir in meinem ganzen Leben nichts gegönnt. Keine Ferien, kein Kuraufenthalt, kein Müttergenesungswerk, kein gar nichts. Aber meinen ehrlichen Tag, den lasse ich mir nicht nehmen. Nicht mal von dir. Ja, ist ja schon gut, Engelchen. Mhm. Aber musst du mir so unangenehme Sachen von dir geben, wenn du ehrlich bist? Na, wenn du ehrlich bist, dann zeig mir doch mal bitte die Leute, zu denen ich was Angenehmes sagen könnte, wenn ich ehrlich bin. Dein Herbert, Mensch, das war von drinnen und draußen, war das doch ein ganz arroganten Playboy, war das doch. Aber auf den Klaus Mönckeberg, da lasse ich nichts kommen, du, den werde ich dir auch nicht vermasseln. Mein armes Engelchen, du. Klaus Mönckeberg ist genau derselbe Typ wie damals, Herbert. Einer, der es nie ernst meint. Heute mit der und morgen mit der. Hoch, das gewöhnen wir ihn ab. Nein, Mutter, ich will nicht. Ich habe meinen Beruf und mehr brauche ich nicht. Das fällt mir nicht leicht. Ich wollte dir das gern ein bisschen sinniger beibringen. Du weißt, meine neue Kollektion in London war ein großer Erfolg für mich. Och Mann, was nützt denn der größte Erfolg, wenn du immer allein bist? In der Bibel steht schon, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Bin ich hier vielleicht allein? Hier, wo du egal welche Polizei spielst? Gibt es überhaupt was, wo du dich nicht einmischst? Lässt du mir auch bloß ein kleines bisschen Freiheit? Und das in meinem Alter. Also nee, so geht das nicht weiter. Man hat mir in London ein großartiges Angebot gemacht und ich habe angenommen. Und ich habe auch schon eine Wohnung gemietet. Eine Wohnung? In London? Ja. Vor einem Jahr habe ich eine fantastische Stellung in Paris ausgeschlagen, deinetwegen. Nun kann ich nicht mehr und nun will ich auch nicht mehr. Oh, ich halte das hier nicht mehr aus. Ja, mein Gott, Bessie, wenn die Leute mir immer so erzählen, dass ihre Kinder sie allein lassen,
habe ich mir heimlich stolz auf die Schultern geklopft. Trude, das passiert dir nie. Ich habe mir wohl ein paar Mal zu viel auf die Schultern geklopft. Bessie, ich kann das einfach nicht glauben, dass du deiner Mutter nicht wenigstens noch eine Chance geben willst. Du darfst nicht weggehen. Ach du, wenn ich geheiratet hätte, wäre ich auch weggegangen. Was hätte sie wohl gesagt, wenn ich einen Australier kennengelernt hätte oder einen Südamerikaner? Naja. Nach London sind das mit dem Flugzeug bloß anderthalb Stunden, da bin ich nicht aus der Welt. Naja, wenn das dein Glück wäre, deine Mutter hätte sich bestimmt damit abgefunden, aber so... Du, wenn du sie eben gesehen hättest, sie steht bei mir unten im Laden und verkauft für mich. Sie ist ganz verzweifelt. Na, sie denkt doch nur, du gehst bloß weg, weil du das mit ihr nicht mehr aushältst. Und nun geht sie mit sich zur Kehr. Das ist übertrieben. Du weißt, was meine Mutter mir bedeutet. Warum willst du denn weggehen? Hast du ja nicht alles, was du brauchst? Eine prima Stellung, schönes Zuhause. Eine Stadt, an der du hängst. Du, wenn das mit Mönckeberg nicht wäre. Willi. Na? Ich glaube, ich muss dir die Wahrheit sagen, was? Tja. Ich habe Mutter von der Geschichte nichts erzählt. Sowas kann man ja nicht bei ihr. Danke. Bitte. Tja, Klaus Mönckeberg und ich waren eine ganze Zeit, wie man so schön sagt, liiert. Tja. Von Heirat war nie die Rede. Och, nun zieh diese dummen weißen Handschuhe wieder aus. Ja, ja. Ach so, ja. Wieso war von heiraten nie die Rede? Ganz einfach. Weil er schon verheiratet war. Tja, seine Frau wollte sich angeblich nicht scheiden lassen. Wir haben uns immer nur ganz heimlich getroffen. Einmal wegen seiner Frau und zum anderen auch wegen Mutter. Ich hab's nicht gewagt, die beiden zusammenzubringen. Tja, ja. Seine Frau und deine Mutter? Ach nee, Klaus und meine Mutter. So. Ja, du, unter diesen Umständen kann ich das auch ganz gut verstehen. Du und, und ein Mann, der verheiratet ist, du, das wäre deiner Mutter bestimmt nicht nach der Mütze gewesen. Ja, eben. Du, aber weißt du, was mir passiert ist? Nee. Ich habe in London zufällig seine Frau getroffen. Mönckebergs Frau? Ja. Ach, du heiliger Bimbam, das war doch gewiss ein Schrecken für dich. Ja, aber anders, als du dir das denkst. Sie hat nämlich bei meiner Firma eine Kollektion für ihre Hochzeit bestellt. Nee. Und ausgerechnet ich musste die Entwürfe machen. Der liebe Klaus ist nämlich seit einem halben Jahr von ihr geschieden. Onkel Willi. Ja, ja. Was denn, geschieden? Tja, seit einem halben Jahr, du. Und ich habe da nichts von gewusst. Hatte nicht die leiseste Ahnung, bis vor ein paar Wochen. Ja, ja, ja. Das ist doch nicht zu glauben. Wieso hat der Kerl ja da nichts von gesagt? Keine Ahnung. Jedenfalls, er hat weiter so getan, als wären verheiratet. Mhm. Und ich habe weiter so getan, als würde mir das nichts ausmachen. Ja. Ich habe gewartet. Umsonst. Hat verdammt weh getan. Aber ewig kann man so eine Lügerei nicht durchhalten. Tja. Dieser Heini hat sie ja wohl nicht alle auf dem Dutt. Wie kann er dir sowas antun? Wahrscheinlich hat er Angst, dass ich ihn gleich zum Standesamt schleppe. Er weiß es noch nicht, aber es ist aus für immer. Der Abschiedsbrief an ihn ist schon unterwegs. Du Bessiken, dein Klaus Mönckeberg hatte sicher bloß Schiss. Na. Der ja, gebranntes Kind scheut das Feuer. Man muss Verständnis für so einen Mann haben. Zu dumm, dass ich Tante Marie nicht mehr abbestellen konnte, aber sie ist schon unterwegs hierher. Ein Wink des Schicksals. Bessie, du musst das verstehen. Sogar ein Hund lässt sich nicht gern an die Kette legen. Oh Gott,
wie schön du vergleichen kannst. Ne? Ja, du. Mir hat mein Kegelbruder erzählt, weißt du, wer das erste Mal heiratet, der weiß ja noch nicht, was er tut. Der ist ja noch zu entschuldigen. Wer aber diesen katastrophalen Fehler zum zweiten Mal macht, der muss total bekloppt sein. Also anscheinend ist Klaus Mönckeberg nicht total bekloppt. Ach du Dotter, du Gelber. Dabei wollte ich dir doch zureden, dass du ihm noch eine Chance gibst. Ach, unmöglich. Ich kann Tante Mary nicht als meine Mutter ausgeben. Und dich nicht als mein Butler. Ja, so. Ach nee, das ist zu verrückt. Sowas tut man nicht. Wieso tut man sowas nicht? Was hat er denn getan, was man nicht tut? Hat sich bei dir als verheiratet ausgegeben und war das gar nicht. Du, der hat einen Denkzettel reell verdient. Oh, Willi, ich mach nicht. Klaus hat mir zu doll wehgetan. Ich will ihn nicht mehr wiedersehen. Darf ich mir mal einen Cognac nehmen? Du bitte. Du kennst die Hausbar doch sowieso in- und auswendig. Na, das kann... Na. Bessie, weißt du, ich hab dich eigentlich schon lieb gehabt, da hast du noch in den Windeln gelegen. Ja. Ich hab nie eine eigene Familie auf die Beine gestellt. Ihr seid immer meine Familie gewesen. Meine zwei Engel. Oh nee, danke. Nee? Ja. Weißt du, was dein Vater war? Der hat deine Mutter mir vor der Nase weggeschnappt. Ich habe das geschluckt und habe geschwiegen. Ja, aber später denn, Onkel Willi? Ich habe mich oft gewundert, warum du und Mutter mich später doch... Sie wollte nicht. Deinetwegen nicht. Sie sagte, sie braucht ihre Kraft für dich allein, da wäre für mich zu wenig übergeblieben, hat sie gesagt. Ich konnte ihr das nicht ausreden. Also nie. So ein Opfer hätte ich nie von ihr verlangt. Muss man ja sein Leben lang ein schlechtes Gewissen haben. Also das war wirklich Unsinn. Das war ja auch Unsinn. Jedenfalls, ich habe mich damit zufrieden gegeben. Ein Leben lang. Ich war mal froh, dass ich da sein konnte. Ach, Onkel Willi. Onkel Willi. Oh, Bessie, gib deinem Herzensstoß mir zuliebe. Du, Bessie, das wird er sein. Ich habe dich noch nie um etwas gebeten. Bitte sprich doch mit ihm. Bessie Engel! Fräulein Engel, bitte kommen Sie in die Firma. Es ist dringend. Der Chef wartet auf Sie. Ja, ist gut. Ja, ich komme sofort. Ja, tschüss. Chef wollte mir noch mal sprechen. Ja. Ich habe heute nämlich gekündigt. Oh, Dan, überleg dir das. Überleg es dir gut. Ach, nimm du bitte ab. Ja. Ich muss gehen. Ja, wann bist du denn wieder zurück? Weiß ich noch nicht. Kann nicht lange dauern. Die Hauptsache, du kommst wieder hier bei Engel. Das ist auch nicht. Wen wollen Sie sprechen? Nee, die ist nicht da. Wer ist denn da? Ach, du heiliger Bimbam. Ja, Herr Dr. Schäfer. Ja, ich weiß, der Pip-Pip, Hypso-Pip, der... Ja, der Poet. Ja. Ja, Herr Doktor. Ja. Ja, ich kenne Sie doch, Herr Doktor. Vom Hörensagen. Oh ja, nun seien Sie doch mal ganz ruhig, Herr Doktor. Ja, so. Bitte? Wer ich bin? Ich bin der Butler Ihrer Putzfrau. Ich meine Ihrer Sprechstundenhilfe. Ja, aber Herr Doktor, nun schreien Sie mich doch nicht so an. Seien Sie doch mal ganz schön ruhig, Herr Doktor, ganz ruhig. Ja, Ihr Engelchen lässt Sie ja nicht für immer im Stich. Nee, die kommt wieder, wie bisher. Dreimal täglich 25 Tropfen, ich meine, dreimal in der Woche, einen ganzen Tag, kommt sie wieder. Zu Ihnen, zurück, ja, ins Haus, in die Paar. Ja, war ja sowieso viel zu viel, Herr. Na, ich bitte, man wird doch nur Anspruch auf ein Privatleben haben dürfen. Was denn? Sie wollen heiraten? Das ist doch ich meine, was kann denn Engelchen dafür, dass Sie gerade jetzt heiraten wollen? Verschieben Sie das doch. Jo klar, eine Braut kriegen sie alle Tage, aber eine Hilfe für alle Tage, das ist ein Glücksfall. Den muss man pflegen. Ja, ich merke schon, Herr Doktor, Sie müssen eigentlich bei sich selber mal in Behandlung gehen. Legen Sie sich doch mal auf eine von Ihren teuren Couchen, das kostet Sie doch nichts. Ja, Augen schließen, locker lassen, entspannen und... Bitte? Oblecht. Junge.
Er tut auch so, als wenn die Welt untergeht, bloß weil sein Engelchen mal keine Zeit für ihn hat. Du Künders, ist das ein Betrieb hier in diesem Laden? Ah, ja, ja, ja. Butler spielen im Fernsehen ist auch viel einfacher. Ja. Na, endlich. Charmant, charmant. Wo ist Bessie? Die ist noch in ihrer Firma. Die kommt später. Ach, Sie sind also die sogenannte Büdlerin, nein? Ja, ich bin so frei, Frau Madame Konsul. Sie können mich ruhig Willi nennen. Ah, freut mich, Sie kennenzulernen, Willi. Ja. Aber wo ist meine Schwester? Ja, die steht unten für mich hinterm Ladentisch, ja, weil ich für sie Butler spiele. Sie... Oh, je comprends, ich verstehe. Ja. Ach, ich war so lange nicht mehr... Bitte. Danke, ach so. Nicht mehr in Hamburg, ich habe was ganz vergessen, der Sprache. Denn sind Sie auch nie eine was echte Hamburger Dirn gewesen. Ach, da glift sich, Alvetter mon ami, mein Freund. Ach, ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin. Wenn ich auch meine, dass mit der falschen Mutter, naja. Nun sieh sie um Gottes Willen aus, die weißen Handschuhe. Dem Büdler glaubt sie sowieso kein Mensch. Bringen Sie das Mantrule, ich meine Ihrer Schwester, lieber selber bei. Sonst ist sie noch böse auf mich. Kein Bange, von nun an nehme ich Bessies Schicksal selber in der Hand. Ja, 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 was ist denn da unten los? Da steht ja eine Schlange vor meinem Laden. Das ist ja noch nie da gewesen. Na, très bien, erfreulich für Sie. Tja, aber das ist, sowas war ja noch nie da seit dieser Schied-Supermarkt. Scheiß-Supermarkt. Bitte? Oh, pardon, das ist mir eben so rausgerutscht. Ah, kann ich verstehen, gut. Sie sind ja rein ütetüt. Warum gucken Sie nicht nach? Was ist los? Ja, der Supermarkt hat mein Nervenkostüm total ruiniert. Ich bin ganz und gar durchgedreht. Danke. Oh, verzeihung, bitte. So viele Leute, was die bloß alle wollen. Also ich an Ihrer Stelle würde gehen runter und gucken nach, dann werden Sie das schon kriegen raus. Nee, das darf ich nicht. Hm? Ja, was Trude ist, die hat zu mir gesagt, meine Schwester ist piek vornehm, aber ja? Willi hat sie zu mir gesagt, bleib auf dem Posten, die Knalltüte spinnt. Charmant, die liebe Trude, aber ich weiß nicht, wer von uns beiden spinnt mehr. Auf jeden Fall, ich brauche keinen Büdler. Adieu, Willi. Ja. Ja. Oh. Aber wenn Besuch kommt. Überlassen Sie das mir? Ja, aber ich soll doch den Herrn, der kommt, was zu trinken geben, dass er sich freischwimmen kann. Wie bitte? Verstehen Sie das nicht? No? Trude, ich meine, Ihre Schwester meint in Dunce. Dunche, da geht man leicht einen Schritt zu weit, sagt sie. Einen Schritt zu weit? Ja, da geht er schneller ran ans Heiraten, meint sie. Incroyable, einfach unglaublich. Nun gehen Sie schon. Ja. Aber ich habe Angst, das wird böse Folgen haben, wenn ich daran denke, was Trude sagen wird. Das nehme ich auf mir. Auf mich? Männer, auf mir. Auf mir auch. Ja, dann muss ich wohl mal... Sie entschuldigen mich, Frau Konsul, aber sowas passiert nicht alle ja, Tage. Ja, das allerdings. Ach, nein, bin ich froh, dass ich wieder in Hamburg bin. Ach, nun merke ich erst, wie mir das gefehlt hat. Na nü, na nü, na nü. Ja, mon Dieu. Guten Tag, verzeihen Sie, wenn ich hier unangemeldet eindringe. Ich hoffe, Engelchen hier zu finden. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Was machen Sie da? Ich kontrolliere meinen Puls. Die Sache mit Engelchen riecht mich wahnsinnig auf. Ach, Sie nennen das gute Gehen Engelchen, charmant. Sie sind also der Sack in der Fee. Schäfer heiße ich, Madame. Ich störe Sie hoffentlich. Du geiles Wesen. Ja, darf ich fragen, warum Sie sind so außerordentlich erregt?
Nun nehmen Sie Platz, das geht auch im Sitz. Ja, da haben Sie, machen Sie weiter. Madame, ohne diese Frau bricht für mich alles zusammen. Ich kann ohne sie nicht existieren. Das ist ja magnifik. Wie schön, wenn ein Mann sagt so etwas von einer Frau. Wie kann ich den seelischen Umbau der Persönlichkeit meiner Patienten in Ruhe vornehmen, wenn Engelchen mich im Stich lässt? Es geht nicht ohne sie. Ohne diese Frau finde ich mich nicht zurecht. Verstehen Sie das? Engelchen will sie verlassen. Ja, das ist ja mein Unglück. Ich finde mich ohne sie nicht zurecht. Das wird eine Katastrophe. Ich muss meine Praxis schließen. Mein Leben ist ruiniert. Ach, ich werde das in Ordnung bringen. Glauben Sie, dass Engelchen auf Sie hört, Madame? Ah, wie man auf einer Mutter hört. So? Schließlich bin ich der Mensch, welcher ihr steht am nächsten. Aha. Aber erzählen Sie mehr von sich. Ich wusste gar nicht, dass Sie haben eine Praxis. Ja, ich bin Psychohypnotherapeut. Oh, Sir Avisan, eine Therapie, ein Seelenarzt. Daher der wunderbare Aura. Ja, diese Aura gehört zu meinem Beruf. Oh, sei sie nicht so bescheiden. Geht Ihre Praxis gut? Ja, sehr gut sogar. Ja, mein Engel findet, ich arbeite zu viel. Ja, wahrscheinlich, Sie hat recht. Wenn Sie heiraten, werden Sie sich hoffentlich ein wenig Zeit nehmen für Ihre Frau. Ja, ja, das habe ich ja versprochen. Wenn ich nur wüsste, was Engelchen für familiäre Probleme hat. Probleme, ich kann es mir denken, aber beruhigen Sie sich, ich werde das alles einrechnen. Ja? Aber verzeihen Sie meine Neugier, es gibt etwas, was mich brennend interessiert. Wenn Sie so als Doktor, als Seelenarzt tief in die Psyche von Ihrer Patientin eintauchen, erhaschen Sie da nicht manchmal ein Zipfelchen von die vorhergehende Dasein dieser Seele? Nein? Ob, Madame, besonders in der Hypnose. No. Ich stieß da vor kurzem auf die Wiedergeburt der Kleopatra. No. Natürlich wurde mir sofort klar, weshalb meine Patientin eine geradezu hysterische Abneigung gegen Schlangen hat. Natürlich, Mann. Kleopatra ließ sich ja bekanntlich von einer Schlange in die Busen beißen. Ja, 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 ja. Sie glauben also auch an eine Wiedergeburt, an das sogenannte Karma. Madame, die Summe aller guten und bösen Taten bestimmt ohne Zweifel sein und Schicksal in der Wiedergeburt des Menschen. Ach, ist das rasend interessant. Sie sind eine ungewöhnliche Mann, eine außergewöhnliche Mensch. Nehmen Sie eine Trink mit mir. Danke, ich trinke nicht. Eine Zigarette? Danke, ich rauche nicht. Schokolade? Danke, nein. Im Interesse von Ihrer zukünftigen Frau, ich möchte wünschen, dass es Versuchungen gibt, bei denen Sie nicht sagen werden, danke, nein. Komm, Madame, ich bin sehr willensstark. Wir haben beschlossen, einen Teil unserer Ehe in völliger Askese zu verlegen. Mon Dieu, pourquoi? Ich war verrückt. Oh! Warum? Damit der Kreislauf der Wiedergeburten einmal zum Stillstand kommt. Namsa, gediegenes Wort, ich verstehe nicht. Das ist das indische Wort für Wiedergeburt. Ich habe lange in dem gelebt. Ich fürchte, ich kann nicht mehr länger auf irgendjemanden warten. Ich muss gehen, Madame. Ach, unsere Unterhaltung ist doch so ungewöhnlich interessant. Verraten Sie mir bitte noch einmal, was Engelchen in eine vorhergehende Dasein gewesen sein könnte, oder? Sie wissen nicht, ne? Ja, natürlich weiß ich das, Madame. Sie hat es mir in tiefster Hypnose einmal eingestanden. Ach. Ja, Engelchen war einmal ein Pinguin. C'est dégoûtant, grässlich. Wie können Sie sowas sagen? Waren Sie schon mal ein Pinguin? Nicht, dass ich mich erinnere. Na bitte. Ich hätte das liebe Kind eher auf eine Kolibri getippt. Nein, nein, nein. Aber Pinguin, was Flügel hat und doch kein Vogel ist und nicht fliegen kann. Madame, es sind doch keine Flügel, es sind Flügelansätze. Was bei uns Menschen die Arme sind, sind bei dem Pinguin die Flügel. Ja, wenn wir es richtig betrachten, sind wir fast alle Pinguine. Armselige, sehnsüchtige Wesen, die in den Himmel starren, mit den Stummelchen schlagen und doch nicht fliegen können. So gerne sie auch möchten. Ja, so ist es. Ach, das haben Sie poetisch gesagt. Mon Dieu, wie gern würde auch ich fliegen. Ja, ich muss jetzt fliegen. Ach, was gehen muss ich ja? Meine Patienten warten. Jetzt. Wo bleibt denn Engelchen nur? Ja, sie wird noch in ihrer Firma sein. Sie wissen, wie fleißig sie ist. Na nun, Engelchen arbeiten. Mir schwindelt sie vor, sie könne nicht zu mir kommen, weil sie Probleme hat. Ja, die hat sie auch wirklich. Sie dürfen ihr das nicht übernehmen, Mon Ami. Ach, wenn ich Engelchen nur ganz für mich allein hätte. Sie weiß doch, wie sehr ich sie brauche. Was hat sie denn bei anderen Leuten? Ah, Ihre Aufgabe bei mir ist doch groß genug, Madame. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Zustand bald zu Ende ist. Ja? Ich weiß ja, wie gut sie ist bei Ihnen aufgehoben. Kommen Sie heute Abend zu uns, wir werden alles klären. Vielleicht können wir feiern eine kleine Party. Lieben Sie Partys? Ich hasse Partys, Madame. Aber für Engelchen nehme ich alles auf mich. Sie werden ihr bestimmt gut zureden, ja? Es gibt doch heutzutage keine Menschen mehr wie Sie. Engelchen ist eine einmalige Perle. Ich werde Ihnen helfen, ich verspreche es Ihnen. Ach, Doktor, glauben Sie nicht auch, dass unsere Begegnung durch ein glückliches Karma bestimmt wurde? Ich bin davon überzeugt, Madame. Madame, Sie sind eine wunderbare Seele. Wollen Sie mal zu mir auf die Couch kommen? Mit die größte Vergnügen, aber erst, wenn alles ist mit Engelchen geklärt. Gut, gut, gut. A tout à l'heure, meine Tochter wird sich freuen.
Sie sind eine Tochter, das ist doch, nein, das ist doch nicht möglich. Sie sind die Mutter, so bezaubert, wie Sie aussehen. Sie sind Engelchens Mutter? Also, das ist ja ein Wunder. Schmeichler. Aber Sie schmeicheln charmant. Also, ich bin fassungslos, Madame. Dieser Unterschied ist ja geradezu extrem. Nun, es muss an Ihrem Karma liegen. Samsara. Auf Wiedersehen, ne Frau. Auf Wiedersehen. Au revoir. Oh, was? Au revoir, madame. Natürlich, au revoir. Ja. Au revoir. Au revoir, Docteur, au revoir. Oh Gott, das habe ich ja beinahe vergessen. Das war ja mein Pariser Slang. Au revoir. Ach, Samsara, 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 Samsara. Enchanté, oh. Bessie, Engelchen, komm mal, meine Herz. Ach, wie schön, dich wieder zu sehen. Tante Mary. Oh, ich hab dich vermisst. Und ich dich, mein Kind. Ah, hübsch bist du. Attention, ich will mich für heute Abend ein bisschen verschönern. Ich mach mir eine Schönheitsmaske. Du siehst fabelhaft aus. Du hast es doch gar nicht nötig, dich zu verschönern. Eine Frau hat das immer nötig. Mein Kind, übrigens, dein Zukünftiger war eben hier. Was? Ach, wenn du gehört hättest, wie leidenschaftlich er sagte, ich kann ohne diese Frau nie existieren. Mein Leben ist ruiniert. Was? Das hat er gesagt? Mary, mein Kind, ich war auch ganz gerührt. Wann gibt ein Mann schon mal sowas zu? Und er hat noch viel mehr gesagt, dass er bald heiraten will. Etc., etc. Also du musst ihn ganz und gar verhext haben. Ja, mich tut sich jedes Herz auf. Ach, mon enfant, diese Maske ist formidabel. Ach, es ist nicht einfach, so werden denn alt. Och, du bist nicht alt. Du kriegst bloß keinen Komplex, Tante Mary. Ach, hast du eine Ahnung? Übrigens, sag Mutter zu mir oder Mama. Ganz wie du willst. Also nein, diese dumme Mutterrolle passt ganz und gar nicht zu dir. Ja, Bessie, wenn du wüsstest, wie ich mich gesehnt habe, diese dumme Mutterrolle zu spielen. Ich war sehr allein und einsam. Na, na, na. Du kriegst doch an jedem Finger einen Mann, so wie du aussiehst. Ja, mein Geld kriegt an jedem Finger einen Mann. Das habe ich oft genug erlebt. Da mache ich mir auch gar nichts mehr vor. Nur du, Bessie, du sagst mir noch was. Und du sollst glücklich werden. Weißt du, dass ich einen ganzen Modekonzern aufgekauft habe? Filialen überall auf der Welt. Junge Lady. Was? Junge Lady? Mhm. Diese großartigen neuen Boutiquen? Da steckst du hinter? Ja. Davon weiß ja keiner was. Ach, wozu auch? Diese junge Lady habe ich auf die Beine gestellt für dich. Wenn deine Mutter auch nicht wollte, dass wir zusammenkommen. Ich habe immer ein Auge auf dir gehabt. Ach, wie war ich glücklich, als du die Meisterschule für Mode hinter dich gebracht hast und gleich so große Position bekamst. Und deine Arbeiten in den Zeitungen und Illustrierten, ich habe sie alle gesammelt. Ich habe aufgepasst. Ach, sag mal. War vielleicht das großartige Angebot vor einem Jahr aus Paris von dir? Ja, ich gebe zu, dass ich dich auf diese Art und Weise nach Paris locken wollte, aber leider hast du ja abgelehnt. Tja, wegen Mutter. Na, und auch noch aus einem anderen Grund. Mhm. Tante Mary, ich bin bange, Mutter und ich, wir haben uns sehr dumm benommen. Oh. Du kannst uns noch mal vergeben. Ach, pas de quoi, ist doch schon längst vergeben. So, nun muss ich in die Badestube, muss mir die Maske auftragen. Weißt du, die muss werden Art, ganz Art. Und ich muss dann lange den Mund halten. kann ich mich so lange hier irgendwo hinlegen? Du am besten auf dem Dachgang. Ah, das ist schön. Schatten. Ja, Bessie. Was Tolles ist passiert. Deine Mutter macht aus den Resten in meinem Laden Frikadellen und verkauft sie. Geh weg wie warme Semmeln, die Leute stehen Schlange. Ja, nebenbei macht sie aus allem, was noch da ist, ausverkauft zu verbilligten Preisen. Das heißt verbilligt, hat sie bloß aufgeschrieben. In Wirklichkeit ist alles doppelt so teuer wie im Supermarkt. Aber die Leute gucken ja bloß auf das Wort verbilligt und nicht auf den Preis. Na bravo, das hätte ich Trude gar nicht zugetraut. Ja, als ich runterkam, wollte ich ihr gerade einen großen Krach machen. Ich dachte, sie ist völlig durchgedreht. Aber nee, sie hat sich ja bei allem was gedacht. Denn was ist passiert? Der Superkerl ist von seinem Superladen zu mir rübergekommen und hat mir ein ganz tolles Angebot gemacht. Was, du willst ihm deinen Laden verkaufen? Ja, deine Mutter sagt, ich soll das mal machen. Er schluckt mich sowieso über und so ein Angebot kriege ich nicht wieder. Natürlich, Mom, bekommen Sie das und das von mir, das Doppelte. Was willst du denn mit Onkel Willis Laden anfangen? Bessie, was ich damit anfangen will, neue Boutique eröffnen, junge Lady, abgemacht, der Billet. Ja, aber klar, läuft, der Superkerl kriegt den Laden nicht. Ach, Bessie, nun freue ich mich auf heute Abend und auf ihn. Der Mann hat wirklich ernste Absichten, was sein Engelchen angeht. Wenn du darin mein Recht behältst. Na, ich behalte immer Recht.
Dass du jünger und schöner wirst, wenn du dir so ein Zeugs ins Gesicht schmierst. Also ich könnte das nicht, du. Müsste ja stundenlang den Mund halten. Das wäre nichts für mich. Aber trotzdem bin ich dir dankbar, dass du die Sache mit Bessie so schön hingekriegt hast. So glücklich habe ich das Kind schon lange nicht mehr gesehen, du. Oh Mann, ich hätte ja auch zum Verschönern müssen, nicht? Wenigstens nach dem Friseur. Ja, das... Och, nee. Ha, ich bin ja gar nicht dabei heute Abend, ne? Na, mach nix. Wenn's auch nicht leicht fällt, aber das ist das kleinste Opfer. Bloß weißt du das mit deiner Modebude oder Budeke oder... Ach, wie das Shit hält. Weißt du, was Willi mir da erzählt hat? Muss ich dir ja nur leider sagen, was da in deinen Kopf piepst. Das ist keine Meise, das ist schon Albatros. Der größte Vogel von der Welt. Wieso denn nur junge Lady? Meine Güte, die ganze Welt, denk bloß an die jungen Leute. Junge Mode, junge Wäsche, junge Erbsen. Ja, Mensch, wenn heute einer 40 ist, Mann, der hat auch schon Komplexe. Und mit 50 bestellt er sich dann aus jungen Eichen jungen Sarg. Mary, ich frag dich, wozu forschen die Forscher nach einem Verjüngungsmittel, das uns 150 Jahre und noch älter werden lässt? Wenn wir mit unserem Alter gar nichts mehr anfangen dürfen. Wenn uns kein Mensch mehr haben will. Hast was gesagt? Oh nee, kannst du ja gar nicht, ne? Wenn uns kein Mensch mehr was tun lassen will. Pass mal auf, Mary. Du hast doch da nun diesen großen Modekonzern, ne? Nun vergess doch mal die Teenager und denk mal an die 40 und 50 Ager. Ja, denk doch mal an den Sachsenwald. Wann ist der am schönsten? Im Herbst. Denn leuchtet er in allen Farben und alles freut sich. Und was machen wir verrückten Menschen, wenn das bei uns Herbst ist? Dann sagen wir, leuchten ist verboten. Dann sind wir vermiest und kriegen auch nur noch was Graues und Schwarzes zu tragen. Triste an Triste, weil das ja bloß noch die junge Mode gibt. Und natürlich auch bloß in jungen Größen. Mensch, Mary, von Größe 42 an, da geniert man sich doch schon beim Anprobieren. Wer fein ist, ist dünn. Von hinten Teenager und vorn Urgroßmutter mit Gesichtsliftabonnement. Mary, mach doch keine junge Mode. Mach doch mal vergnügte Mode. Happy-Mode. Eine Mode, bei der das überhaupt nicht auf das Alter auf ankommt. Denn alt sein ist ja schließlich kein Verbrechen, ne? Und jung sein, das ist kein Verdienst. Naja, wer nicht alt werden will, der muss eben jung sterben. Dabei können wir uns doch eigentlich alle auf das Altwerden freuen. Ja, wirklich, du. Das gibt noch viel, viel Schönes. Sogar Fernsehen macht manchmal Spaß. Du sag mal, wie lange musst du den Schied eigentlich noch im Gesicht behalten, hm? Naja, so ein einseitiger Monolog hier, das macht ja nun schließlich auch keinen Spaß. Du, Mary, das hat mir aber doch sehr imponiert, dass du das Geld von deinem Mann nicht auf den Kopf gehauen hast. Nee, dass du was geleistet hast.
Na ja, bis eben meine Schwester, ne? Prost. Wenn du den Mund wieder aufmachen kannst, nehmen wir zusammen ein, ne? Glaubst du, ob die beiden sich heute Abend verloben werden? Oh ne, verloben ist ja altmodisch, ne? Also sagt Bessie bloß nichts davon. Die war heute nämlich so lieb zu mir, wie schon lange nicht mehr. Ach, Mary. Ich habe mich die ganzen letzten Jahre eine dumme Haptik benommen, ne? Und ja. Du aber auch, mein Dern, du auch. Weißt du, wir... Oh, ich sabbel und sabbel. Also ich könnte glatt als Dauerredner auf die Olympiade. Und krieg denn eine Goldmedaille dafür. Schön, ich bin am Ende. Es geht nicht mehr weiter. Gott sei Dank, Engelchen, hier finde ich sie. Aus, ich geht nicht mehr weiter. Dein Doktor braucht dringend eine Behandlung von dir. Kommen Sie, Doktor, setzen Sie mal hin. Gut, Doktor. Kommen Sie, ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja ganz weiß im Gesicht. Billy, bring den Kram mal in die Küche, ne? Engelchen, bitte, Sie müssen sofort zu mir kommen. Meine Braut hat einen Nervenzusammenbruch. Nee, was denn passiert? Einer meiner Patienten, ein vielfacher Millionär, der glaubt, er sei eine Autohupe. Ja, der tut, tut, macht er immer. Ja, tut, wieso? An sowas ist Ihre Braut doch gewöhnt, ne? Ja, natürlich, aber um den Mann zu heilen, da gaukelte ich ihm vor, ich sei sein Rennwagen auf dem Nürburgring, verstehen Sie? Ja, ich wollte nämlich einen Totalschaden verursachen, wobei die Hupe natürlich auch vernichtet worden wäre. Nun kam meine Braut dazu, als er tutete und ich als Motor brummte. Gerade als wir in der entscheidenden Kurve waren, verlor meine Braut die Fassung, bekam einen hysterischen Anfall und entglobte sich. Können Sie das verstehen? Ja, so ein bisschen schon, Herr Doktor. Engelchen, bitte, meine Braut hält so viel von Ihnen. Kommen Sie mit mir. Ja, schön, Doktor, aber nicht gerade jetzt. Ich habe jetzt so viel zu tun hier. Verzeihung, Madame. Sie werden es mir bestimmt nicht verübeln, wenn ich Ihnen Engelchen entführe, nicht wahr? Ich habe Ihnen heute Nachmittag doch schon gesagt, ohne Ihre Tochter komme ich nicht so recht raus. Verstehen Sie, das ist... Moment mal, Herr Doktor. Sagen Sie mal, wie kommen Sie denn da auf, dass ich die Tochter von meiner Schwester bin? Ich bin doch die Mutter. Au! Was ist denn nun noch? Ach, du liebe Zeit. Nun ist der Frau Konsul der ganze Gips aus dem Gesicht gesprungen. Gereist ist sie. Und nur, weil mein Schäfer gedacht hat, sie ist meine Mutter. Also so eine Knalltüte. Aber ich habe das ja gewusst. Wenn es hart auf hart geht, dann kneift Mariechen. Sag, nichts gegen deine Schwester. Das ist eine ganz prima Lady. Und wie die aussieht, da kannst du dir so manch eine Scheibe von abschneiden. Dabei ist sie sogar 10 Minuten älter als du. Ja, ja, Mariechen, der liebe Zwilling. Macht sie mir auch noch meinen einzigen Freund abspenstig. Fahr doch hin nach ihr, nach Paris, wenn dich das Geld so lockt. Gemeinheit, mir sowas zu sagen, als wenn Geld mir was bedeuten würde. Na und ob, du tanzt doch genauso um das goldene Kalb rum wie all die anderen auch. Ich an deiner Stelle, ich würde doch Madame Konsul heiraten. Du, die ist so dösig und nimmt dich. Und mein Segen habt ihr ja wohl auch. Trude, Gertrud, du hast aber einen Zahn zu viel aufgelegt. Ich gehe. Ich will mit deiner ganzen Familie nichts mehr zu tun haben. Das heißt, Bessie ausgenommen. Du, aber wenn ich mir vorstelle, was die sagen wird, wenn sie rauskriegt, dass ihr Mönckeberg dein verrückter Schäfer war und überhaupt noch nichts in Ordnung ist, das will ich nicht miterleben. Nee, Mariechen hat gekniffen, weil sie das nicht miterleben wollte. Und nun, du kneifst du auch. Aber, oh Gott, Männer, die kneifen ja immer. Willi Schönzel kneift nur zum ersten Mal, seit ein Engel mit Namen Trude in sein Leben getreten ist. Aber ich will dir mal was sagen. Du bist ja kein Engel, du bist ein Däubel. Willi, Willi! Oh, Willi, du gehst doch nicht wirklich! Willi! Welche ist er? Willi! Oh nee, was fange ich denn nun bloß ohne Willi an? Wie bringe ich Bessie das denn nun bei, dass das der Schäfer war und nicht der Mönckeberg? Und sag mal, was hat der eben gesagt? Ich könnte mir da so manche Scheibe von abschneiden.
So wie Mariechen aussieht. Oh, dem werde ich das zeigen. Oh Gott, Herr Mönckeberg, Sie kommen aber immer, wenn man da überhaupt nicht auf eingestellt ist. Und ausgerechnet heute ist Donnerstag. Ja, ich verstehe nicht. Mein ehrlicher Tag. Aber heute reiß ich mich zusammen. Ja, mein lieber Herr Mönckeberg. Bessie, ich meine, Frau Engel ist im Moment gar nicht momentan. Aber Sie kommen doch heute Abend zu der Party, nicht? Ja, bin ich denn eingeladen? Ja, und ob und ob und ob. Bessie erwartet Sie doch. Wirklich? Aber klar. Hat sie mir ausdrücklich gesagt. Aha. Ja. Ja, zweifeln Sie etwa dran? Nun, weil... Trude, ich möchte Sie bitten, mir zu helfen. Na klar, mach ich. Bessie hält sich ja sehr viel von Ihnen und Bessies Mutter sicher auch. Ja, also so sicher bin ich da eigentlich gar nicht. Aber ich... Bessie hat bestimmt keine Geheimnisse vor Ihnen. Wenn auch, als ich neulich hier war, da haben Sie ja nicht mal meinen Namen gekannt. Aber nur hat mir das Kind alles erzählt. Also ich weiß alles. Das freut mich. Trude, unter uns. Mir liegt das Zusammentreffen mit Bessies Mutter böse im Magen. Ach nee. Ja, wissen Sie, Bessies Mutter hatte sicher keine Ahnung davon, dass Bessie und ich liiert sind. Ziemlich lange schon. Nee. Davon hat sie allerdings nicht die leiseste Ahnung. Ja, die Dame muss ziemlich kompliziert sein. Wahrscheinlich hatte Bessie darum davor Angst, uns zusammenzubringen. Ja, ja, aber wahrscheinlich, ne? Trude, können Sie vielleicht Bessies Mutter so ganz vorsichtig auf meine Person einstellen? Also wissen Sie, ich will Ihnen mal was sagen. Sie können überhaupt nicht wertschaffen, Mann. Sie sind doch keine öffentliche Hand. Na, also ich werde Sie so ganz vorsichtig auf Ihre Person einstellen. Wissen Sie, so peu à peu. Das Französisch. Also Sie haben eine Art, Sie muss man einfach estimieren. Sie machen niemandem was vor. Ach, junger Mann, wenn Sie sich da mal nicht irren. Sie sagen, was Sie denken. Also ich finde das großartig. Also wenn ich nur sagen würde, was ich denke, denn... Aber Sie sind mir wirklich sympathisch. Nee, ehrlich. Sie kann ich sogar am Donnerstag leiden. Ah, das freut mich. Und Sie wollen mir also helfen? Aber klar, natürlich. Ja, wissen Sie, Trude, das Schlimme ist, ich habe einen Schwiegermutterkomplex. Komplex kriegen wir hin. Bitte? Die Wurzeln aller menschlichen Komplexe erwachsen aus den Übeln ihrer Kindheit. Aha. Wahrscheinlich die Mutter, nicht? Aber nein. An meinem Komplex ist die Schwiegermutter schuld. Ach so, die Schwiegermutter. Ich glaube, ich höre ja wohl nicht richtig, was? Sie sind verheiratet. Ich war verheiratet. Ich erzähle Ihnen das ein andermal. Es war nicht gerade schön. Die Mutter meiner Frau hat die Ehe kaputt gemacht, nicht etwa Bessie. Ja, seit einem halben Jahr bin ich geschieden. Nur ich habe Bessie davon noch nichts erzählt, weil... Meine Tochter mit einem verheirateten Mann. Sie hat Ihnen also doch nicht alles erzählt? Ja, natürlich hat sie das. Aber Sie, warum haben Sie ihr denn nun nicht gesagt, dass Sie geschieden sind? Aus Angst vor Bessies Mutter. Na, hören Sie mal, Sie haben aber ganz schön einen auf der Sommerluke, Sie. Ich wollte sagen, da wuchert ja ein Riesenkomplex. Der muss behandelt werden. Sie müssen zu Dr. Schäfer. Trude, Sie sind ein Mensch, der alles versteht. Zumindest machen Sie so einen Eindruck auf mich. Ich musste mich da erst wieder an den Gedanken gewöhnen, dass ich eine neue Schwiegermutter bekomme. Wenn ich auch Bessie ganz doll lieb habe. Na, was ist nun? Nur habe ich doch die Angst überwunden. Ich will Bessie doch nicht verlieren. Darum bin ich auch hier. Aber wissen Sie, was inzwischen passiert ist? Na? Bessie hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben. Einfach so, ohne jeden Grund. Na, Grund genug, wenn der Mann verheiratet ist. Na, dann hätte sie schon viel früher mit mir Schluss machen müssen. Ja, dummy normal, das hätte sie auch tun müssen mit... Ja! Wo die Liebe so hinfällt, ne? Ja. Nur wäre endlich alles in Ordnung. Ich verstehe Bessie nicht. Hat sie zu Ihnen vielleicht irgendwas gesagt? Ja, ich weiß nur,
dass Bessie nach London ziehen will. Für immer. Weil sie das mit ihrer Mutter nicht mehr aushalten kann. Ja, denn ist das also tatsächlich so ein Biest? Wenn Sie heute Abend zu der Party gehen, dann werden Sie das Biest ja kennenlernen, nicht? Und überhaupt, Sie heiraten ja nicht die Mutter, Sie heiraten ja auch die Tochter, ne? Sie wollen Bessie doch heiraten, oder? Sonst wäre ich doch nicht hier. Bitte, Trude, nehmen Sie. Sie müssen mir helfen. Aber dass die Leute immer meinen, mit Geld kann man alles befummeln. Sagen Sie mal, verdienen Sie eigentlich so viel, junger Mann? Für so eine Perle wie Sie genügt das immer. Ach, sehen wir uns heute Abend. Worauf Sie sich verlassen können. Sie sind ein Ass. Bis später. Schön, Herr Mönckeberg. Wiedersehen, Herr Mönckeberg. Auf Wiedersehen. Oh, die der mit dem verheirateten Mann, na, die kann was erleben, wenn die nach Hause kommt. Den Hintern kriegt sie von mir versohlt. Trude, nun sei nicht undiplomatisch. Ran an die Arbeit. Erstmal Willi. Ach, gut, Menschen nehmen. Willi Schönze? Hier spricht Madame Consul. Oh, Frau Madame Consul, ich dachte, Sie sind abgereist. Oh nein, meine liebe Herr Monsieur Schönzeel, ich bin nicht abgereist. Ich konnte das Bessie nicht tun an. Da kann ich nur sagen, Hut ab, Frau Madame Consul. Ja, oui, 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 oui. Von mich kann man viel lernen, nicht wahr, meine liebe Herr Monsieur Schönzeel? So sagst du doch Willi, Tommy. Tja, wenn Sie bestehen da auf. Bei Ihnen, Frau Konsul. München, nee. Also, mein lieber Willi, würden Sie heute Abend bei unserer Party fungieren als Butler? Ja, ich habe das alles mit Herrn Mönckeberg in Ordnung gebracht. Aber bitte verraten Sie Bessie doch nichts von meinem Irrtum mit Dr. Schäfer, ne? Mit Dr. Schäfer. Ja, ich wollte ja zuerst auch kein Butler, aber es macht doch eine bessere Eindrück, nein? Also, Sie kommen. Das ist gut. Ich komme nämlich auch. Und ich komme etwas später. Ich habe noch etwas zu erledigen. Aber bitte, mein lieber Willi, halten Sie mich doch von Hals, meine Schwester, nein? Ach, Sie sind auch mit Sie verkracht. Naja, mit der unmöglichen Person hält das ja auch kein Schwein aus, nein? A tout à l'heure! Von meiner Schwester auf den Knien gelegen hat. Oh, am liebsten hätte ich ihnen Pettenmoas gegeben. Trude, sowas sagt und tut eine feine Dame nicht. Nein? Thank you.
er kommt wirklich? Was die Madame Konsul in die Hand nimmt, das klappt. Du, das klappt hier gar nicht. Aber sag nicht Onkel Willi zu mir. Zum Butler sagt man doch nicht Onkel. Onkel Willi, ist ja nett von dir, dass du mir zuliebe mit Tante Mary diese Komödie spielen willst. Aber über kurz oder lang wird Klaus da ja doch hinterkommen. Na, über kurz auf gar keinen Fall. Und über lang erst, wenn das für ihn zu spät ist, auf dem Standesamt. Onkel Willi, du, wo ist Mutter eigentlich? Ja, wahrscheinlich unten in ihrer Wohnung. Wie ich dir schon gesagt habe, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Sicher meinetwegen. Leben lang habt ihr euch nicht gestritten. Ach, das war... Ja. Das war du. Du, was deine Mutter ist, ich glaube wahrhaftig, die ist auf deine Tante Mary eifersüchtig. Ja, das war sie schon immer, leider. Auch in meinem Fall. Du. Dabei sind die beiden Zwillinge. Ja, du, sie kann das auch nicht verknusen, dass deine Tante ein Auge auf mich geworfen hat. Mhm. Und hast du vielleicht auch auf sie, Onkel Willi? Naja, also, das geht mir natürlich runter wie Öl, nicht? Und dann muss ich ja Tante Mary auch dankbar sein, dass ich nun endlich keine Sorgen mehr habe. Aber weißt du, wenn ich das so recht überdenken tue, geholfen hat mir letzten Endes doch deine Mutter. Ja, wenn die nicht auf die Ideen mit den Frikadellen und Ausverkauf zu verbilligten Preisen in meinem Laden gekommen wäre. Ja, was Ideen angeht, du, darin ist Mutter klasse. Nicht bloß bei Ideen. Auch was das Leben anlangt, da ist deine Mutter einfach klasse. Du, das gibt Menschen, die machen aus allem, was passiert, eine Tragödie. Ja, glaub mir, Dern, ich war auch dicht davor. Aber was macht deine Mutter, wenn's mulmig wird, du? Die krempelt sich die Arme hoch und tut was. Ja, sie verkauft zum Beispiel Frikadellen. Ja, und im Handumdrehen ist das Leben kein Drama mehr, das ist ein Lustspiel. Und wir können wieder lachen. Und glaub mir, die Leute haben das lieber, wenn man lacht. Und wenn das so Menschen wie deine Mutter nicht geben würde, dann hätte niemand was zu lachen. Ja. Komm, Bessi. Auch deine Mutter. Prost auf Engelchen. Ja. Du, wenn das Klaus ist, lass mich bitte mit ihm allein. Aber klar. Aber... Ein Denkzettel hat er auf jeden Fall verdient. Ja. Aber pass auf, dass er dir nicht von der Angel flutscht. Bessie. Die Blumen ins Wasser, bitte. Vielen Dank, Klaus. Die sind für die Frau Mama. Oh, Madame wird sofort erscheinen. Oh, pardon. Sofort. Die habe ich was anderes mitgebracht. Nicht zu glauben. Mich. Ich bin überwältigt. Wie war es in London? Wunderbar. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder hinzukommen. Ja, was findest du an London? Oh, eine Stadt, in der man leben kann. Menschen, die jeden nach seiner Fasson selig werden lassen. Keiner hat ein Vorurteil, keiner lügt. Ach was. Gelogen wird überall in der Welt. Ja, das kannst du dir natürlich nicht vorstellen. Ich bin nicht hierher gekommen, um mit dir zu streiten. Werde ich dir auch keine Gelegenheit zu geben. Warum hast du diesen dummen Brief geschrieben? Dreimal darfst du raten. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ist ja nicht alles klar zwischen uns? Was nennst du klar? So viel wie ich weiß, war unser Verhältnis höchst unklar. Deine Frau wird sich nicht scheiden lassen. Nie. Ich habe eine wunderbare Überraschung für dich. Sie wird. Das kann nicht wahr sein. Jetzt? Auf einmal? Naja, es war natürlich nicht ganz einfach. Hat böse Komplikationen gegeben. Ja, das glaube ich. So ein Mann wie dich lässt eine Frau nicht so einfach gehen. Bis zum Letzten würde jeder um dich kämpfen. Wie nett, dass du das einsiehst. Aber trotzdem, nur ist es soweit. Sie gibt mich frei. Gratuliere. Na, dann nutz sie mal aus, deine Freiheit. Nimm auf der Stelle diesen Brief zurück. Reiß ihn hier von meinen Augen in zwei. Frag mich, ob ich dir vergebe. Auf den Knien. Was? Du mir vergeben? Warum? Und wofür? Mich einfach aus seinem Leben streichen zu wollen. Ja, so einfach war das nicht, Klaus. Aber du warst leider nicht aufrichtig zu mir. Wie kannst du sowas sagen? Ich würde dich nie anlügen. Nie. Ach, wirklich nicht?
Ehe wir uns weiter streiten, komm, gib mir einen Kuss. Warum soll ich dir einen Kuss geben? Naja, weil du mich lieb hast. Och, lieb, ein Wort von gestern. Und von morgen und übermorgen. Ich hab dich lieb, verstehst du? Ich hab dich lieb heute, morgen, immer. Ja, warum hast du das denn nicht schon viel früher gesagt? Seit wann bist du denn geschieden? Seit wann? Seit vorgestern. Du lügst. Ich weiß, dass du lügst. Komm, nur sei nicht böse. Ich habe Angst, dir die Wahrheit zu sagen. Verdammt nochmal, ich will dich doch nicht verlieren. Wenn man die Wahrheit sagt, verliert man nicht. Reißt du diesen Brief in zwei, wenn ich dir die Wahrheit sage? Ja, ich tu's. Also gut. Seit 4 Wochen. Ach. Nein, das... Das sind ja schon 8 Wochen. Tatsächlich? Oder ist das wirklich schon ein Vierteljahr hier, wie die Zeit vergeht, ne? Raus. Tschüss. Also gut. Wenn du so auf der Wahrheit bestehst, das ist ein halbes Jahr hier. Ich weiß, das war nicht aufrichtig, das war fies, das war gemein, dass ich dir das nicht früher gesagt habe. Das war dumm. Hast du denn nie mit der Möglichkeit gerechnet, dass ich deine Angst verstehe? Du bist wunderbar. Ist noch alles gut zwischen uns? Ja. Sie sehen aus. It's a great pleasure for me. Oh la la, Sie Englisch sprechen? Oui, 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 oui. Das lernt man so. Ja. Alles in Butter. Ach, Sie sich küssen. Ja. Sassy Bon. Bonbon sogar. Meine Schwester hätte bestimmt nie das geschafft, nein. Nein, da haben Madame Konsul ganz recht. Darf ich vielleicht was zu trinken anbieten? Vielleicht einen doppelten? Ja, das kann ich. No, no, wo Sie denn gehen? Champagner, nur Champagner. Oui, Madame. Wütleer, stellen Sie ab der Musik. Ich kann sonst nicht hören, wie Sie sich küssen. Klaus, ich hätte nie gedacht, dass du so herrlich altmodisch sein könntest. Ja, wieso? Na, altmodische Manieren. Du hast wegen unserer Hochzeit zuerst mit meiner mit meiner Mutter gesprochen. Bessie, ich schwöre dir, ich habe nie ein Wort mit deiner Mutter gesprochen. Was ist das? Willst du nur etwa alles nicht wahrhaben? Jetzt wieder zurück? Also das sieht dir ähnlich. Weißt du, warum ich mit dir Schluss machen wollte? Ich habe in London zufällig deine Frau getroffen. Ja, da staunst du, was? Aber nicht bloß das. Ich habe sogar den Entwurf für ihr Brautkleid gemacht. Sie hat nämlich wieder geheiratet. Sie ist froh, dich los zu sein, also bilde dir bloß nichts ein auf deine Unwiderstehlichkeit, du Angeber. Na, sie dreht aber ganz schön auf, das Kind. Na ja, liegt in Familie. Da bist du ja. So, nun komm mal mit. Kennst du diesen Herrn? Natürlich. Bonsoir, Monsieur. Also bitte. Kannst du es wagen und behaupten, du hättest meine Mutter... Bessie, ich schwöre, ich habe nie ein Wort mit deiner Mutter gesprochen. Mais non, der Monsieur, Sie lügen. Wir uns kennen. Also nun wird es mir langsam zu bunt. Aber Frau Madame Konsul, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, das war der andere, mit dem Sie gesprochen haben, der Falsche. Menno, ich habe mich unterhalten mit diesem da, mit diese Ehre hier ausführlich. Aber nein, das war doch der Schäfer Ast. Ich meine, der Doktor... Dr. Schäfer. Was? Dann ist ja alles ein Irrtum. Deine Mutter irrt sich nie. Compris. Also Schluss jetzt. Ich hab das nur satt, diese Komödie weiterzuspielen. Damit du es weißt, Klaus. Meine Mutter ist meine Tante. Deine Tante ist deine Mutter? Ja. Dies hier ist meine Tante Mary aus Paris. Und sie spielt diese blödsinnige Mutterrolle bloß. Also nun lachen wir das aber. Ich nicht deine Mutter. Ich Trude Engel nicht deine Mutter, weißt du. Was
noch versohlen, du dummes Gehör, du! Mutter! Trude, du? Mann, ich krieg die Serpentine nicht. Du undröchte Pankrücken, du. Du trurige Hanswurst, sag mal, du posierst hier mit meiner Schwester rum wie so ein Playboy. Du, ich könnte dich ja. Trude, zieh die Bremse an. Heute ist doch Donnerstag. Oh Mutter, nein, du bist unmöglich. So dass ich darauf reingefallen bin. Trude, ja, dann stimmt es, dann kenne ich sie. Na, fällt der Groschen endlich? Haben Sie nun mit Bessies Mutter gesprochen oder nicht? Hier sind die 5 Mark von heute Nachmittag. Ja, die anderen 25, ja, die habe ich auf den Kopf gehauen. Mit meinem Büt leer. Trude, mir fällt ein Stein vom Herzen. Du, von solcher Schwiegermutter habe ich immer geträumt. Es ist mir eine Ehre, gnädige Frau. Darf ich um die Hand Ihrer Tochter bitten? Oh Mann, da habe ich auch immer von geträumt. Herr Mönkebe. Klaus. 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 Das geht nun wirklich nicht. Bitte schön. Büttler. Büttler. Ja, hier, hier, hier bei Engel. Hallo, hallo, hier Paris. Bitte. Könnte ich sprechen, meine Schwester? Mama Riechen, was ist los? Sag du mir, was ist los? Die Sache mit den Kindern in Ordnung, Klein? Bestens. Das ging auch ohne dich. Alles glatt über die Runden. Das freut mich. Hör zu, Trude. Na? Du hast mir was gesagt über den Herbst. Nein? Den Herbst? Ich hab gedacht nach. Du hast recht. Die Boutiquen werden dich heißen Junge Lady. Die werden dann heißen Happy Lady. Auf der ganzen Welt wird es geben Happy Ladies. Nein? Ach, Mariechen, das ist ja prima. Also auf der Stelle kleide ich mich doch neu ein. Von Kopf bis Fuß. Happy Lady, Happy Lady, Happy Lady. Bessie? Ich werde ihr das erzählen, wenn sie wieder auf der Erde ist, nicht? Ja, im Augenblick ist sie im 7. Himmel. Ach, Mariechen, ich danke dir. Und Mary, komm bald mal wieder, ne? Tschüss, Mariechen. Ach, wir Lieben, hat das ja doch einen Sinn gehabt, dass Mariechen hier war. Guck mal. Tja. Bei den beiden ist Frühling. Bei mir ist Herbst. Oh Gott, Williken. Herbst? Tja. Denn lass dein Laub mal ein bisschen leuchten, ne? Immer vor sich hin leuchten, das ist auch nichts. Ich hab das satt, ein ganzes Leben lang allein zu leuchten. Ja, Willi, vielleicht könnten wir ja zusammen, ich meine, wir beiden könnten doch sehr vergnügt zusammen alt werden. Du Trude, du nimmst mich doch nicht auf den Arm. Willi, vorsichtig, kein Gas geben, sonst bin ich auf 180. Das stimmt ja auch, heute ist noch... Na endlich, du, das hat aber auch lange gedauert. Heute mache ich dir doch bestimmt nichts vor. Heute ist doch Donnerstag. Mein ehrlicher Tag. Och.